Willkommen auf dem Technik-Sonnen-Kanal. Wäre es nicht cool, Bilder, Videos, Inhalte, die man auf sein Handy gespeichert hat, auf einem großen Bildschirm anzuschauen? Deshalb will ich dir im heutigen Video verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie du dein Handy mit deinem Fernseher verbinden kannst und was für Möglichkeiten du dabei hast. Doch vorher solltest du unbedingt den Kanal abonnieren, wenn du weitere Tipps und Tutorials anschauen möchtest. Viel Spaß! Verschiedene Wege führen nach Rom. Das ist auch die Devise, wenn du dein Handy mit deinem Fernseher verbinden willst. Was für einen Weg du dabei einschlägst, hängt ganz von deiner Technik ab. Dabei solltest du unbedingt die Mindestanforderungen erfüllen. Dein Fernseher, also dein Smartphone, sollte unbedingt mit deinem heimischen Netzwerk verbunden sein. Bist du im Besitz eines Smart TVs, solltest du damit keine Probleme haben. Besitzt du kein Smart TV, kannst du deinen TV entweder über einen Google Chromecast, einen Blu-ray Player oder einen Amazon Fire TV Stick aufrüsten und ebenfalls imstande sein, eine Verbindung mit deinem heimischen Netzwerk zu erstellen. Solltest du im Besitz eines Röhrenfernsehers sein, dann schalte das Video ab oder kauf dir ein Smart TV. Aber hey, nimm's nicht zu persönlich. Es liegt nicht an dir, es liegt an deinem Fernseher. Des Weiteren sollte dein Smartphone ein gängiges Modell sein. Bist du im Besitz eines alten Handys, hast du ebenfalls noch eine Möglichkeit, eine Verbindung mit deinem Fernseher zu erstellen über bestimmte OTG-Kabel. Dabei musst du beachten, dass dein Handy über USB OTG unterstützt. Ansonsten bieten bestimmte Apps immer noch eine Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen. Wenn du die Mindestanforderungen erfüllst, solltest du dir die Frage stellen, was du überhaupt mit deinem Handy übertragen willst. Willst du nur bestimmte Bilder, Videos, Inhalte, die auf dein Handy gespeichert sind, auf deinem Bildschirm übertragen, kannst du Apps wie zum Beispiel Xcast oder SmartView verwenden. Beide Apps sind kostenlos und funktionieren teilweise auch mit älteren Smartphone-Modellen. Zudem kannst du diese Methode auch nutzen, wenn du kein Smart TV besitzt, sondern dein Fernseher beispielsweise über Google Chromecast aufgerüstet hast. Nachdem du die Verbindung mit deinem ausgewählten Gerät hergestellt hast, erscheint auf deinem Fernseher noch ein Bestätigungsfenster. Dieses bestätigst du einfach. Und schon kannst du Bilder, Videos, Dateien von deinem Medienspeicher auf deinem Fernseher übertragen. Die SmartView-App von Samsung bietet zudem noch die Möglichkeit, speziell für Samsung-Fernseher das Handy als Fernbedienung zu nutzen. Hierbei wird einfach das Bedienfeld der Fernbedienung auf das Handy übertragen. Finde ich ziemlich cool, vor allem wenn man der Akku der Fernbedienung den Geist aufgibt. Willst du deinen kompletten Handybildschirm live auf deinem Fernseher spiegeln, so dass man genau sieht, was du gerade machst, kannst du das mit der Übertragungsfunktion deines Handys machen. Je nach Hersteller heißt diese Funktion anders. Bei Huawei heißt diese Funktion Drahtlosprojektion oder Mirror Share. Bei Samsung schimpft sich das SmartView. Richtig, so wie die SmartView App. Denn die neueren Samsung Smartphones benötigen nicht zwingend die Installation dieser App. Zu finden ist diese Funktion meist in deiner Benachrichtigungsleiste deines Smartphones. Dazu aktivierst du einfach die Funktion und das Gerät sucht automatisch nach Verbindungsmöglichkeiten. Diese Funktion macht vor allem dann Sinn, wenn du jemandem irgendwelche Browser-Inhalte zeigen möchtest oder etwas auf deinem Handy erklären möchtest. Jedoch haben ganz alte Smartphones diese Funktion nicht mit integriert. Über NFC lässt sich ebenfalls der Bildschirm des Handys live spiegeln. Jedoch braucht ihr dafür einen NFC-fähigen Fernseher als auch ein Smartphone. Der Vorteil von NFC ist, dass man die Verbindung aufbaut, wenn man das Handy einfach nur dran hält. Wollt ihr Inhalte, Videos von bestimmten Streaming-Diensten von eurem Handy auf euren Fernseher abspielen, könnt ihr theoretisch ebenfalls den Bildschirm spiegeln. Jedoch rate ich davon eher ab, da ihr hier an Qualität verliert. Die meisten Streaming-Anbieter bieten TV-Apps für euer Smart TV. Deshalb solltet ihr diese nutzen. Anders bei YouTube. Wenn ihr YouTube auf eurem Smartphone nutzt, könnt ihr über diesen Button das Video auf euer Fernseher übertragen. Der große Vorteil ist, dass nur das Video übertragen wird. Ihr aber noch gleichzeitig auf eurem Handy die anderen Funktionen von YouTube nutzen könnt. Wie zum Beispiel die Kommentare, Likes und Abos, die ich mir von euch auch erhoffe, ohne irgendwie das Video wegscrollen zu müssen. Zudem könnt ihr die YouTube-App als eine Art Fanbedienung für YouTube-Videos nutzen. Zudem ist es ziemlich praktisch, wenn ihr nebenbei nach anderen Videos sucht, dass euer Video so lange auf dem Fernseher läuft, bis ihr letztendlich ein anderes abspielt. Sprich, beim Suchen eines anderen Videos wird euer Video nicht unterbrochen. Wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema habt, dann lasst mich das in den Kommentaren wissen. Hier geht's auch prompt zu den anderen Videos. Zudem kannst du mich mit einem Abo oder einem Like unterstützen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Technik-Sonnen-Kanal.